What was that? Was war das? Who in the hell was that? Wer zum Teufel war das? Wo bin ich? Das ist ein Heizkeller. Was geht hier vor? Oh, das war ja jetzt gerade krass. Ich dachte jetzt echt so, das ist ein bisschen schwerer irgendwie. Das ist ein Schlüssel mit der Aufschrift K. Gordon. Mitnehmen? Ja. Krass, wie sieht denn unsere Gesundheit aus? Sind wir überhaupt verletzt worden? Nee. Also ich wusste noch, dass man diesen Monster in den Mund schießen muss. Ich meine, ich hatte euch zwar anfangs gesagt, dass ich das Let's Play das selber nicht gespielt habe, das Spiel, aber ich habe mir natürlich vor Ewigkeiten mal ein Let's Play dazu angeguckt. Deshalb kenne ich das Spiel schon so ein bisschen. Also es ist nicht komplett blind. Sie scheint kaputt zu sein. Wir scheinen doch irgendwie wieder in der normalen Welt zu sein, ne? Die Heizung ist ausgeschaltet. So, wartet mal ganz kurz. So. Hier läuten auch Glocken. Das Ventil ist fest zugedreht, das lässt sich nicht drehen. Ja gut, dann lassen sich die anderen vermutlich auch nicht drehen. Nee. Okay, wir sind wieder in der normalen Schule. Boiler Room, Storage Room. Reception, da kommen wir durch. Infirmary. Piano, Locker Room. Wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Ist hier noch irgendein Raum? Der noch nicht. Kay Gordon. Wer ist denn Kay Gordon? Ist damit vielleicht ein Straßennamen gemeint? Aber ich glaube nicht. Wir damit vielleicht auf den Roof, aber das glaube ich nicht. Ach gut, hier werden wir auch nicht reinkommen, nee. Gut, wir müssen hoch. Ich höre eine Kirchenglocke vielleicht. Wer läutet die Glocke? Balkan Church, okay. Wir müssen also zur Balkan Church. Es ist nicht abgeschlossen. Aber sind wir jetzt hier wirklich durch in der Schule? Hier gab es kein Kay Gordon, oder? Ich versuche jetzt mal rauszugehen. Es ist nicht abgeschlossen. Warte mal, die Halle sieht so komisch aus. Doch, hier sind wir reingekommen. Nicht abgeschlossen. Ja, logisch, ist nicht abgeschlossen. Aber sind wir mit der Schule jetzt wirklich fertig? Warte mal, ich glaube, das ist ein Pfeil, ist dort, oder? Ja, das ist ein Kreis mit einem Pfeil. Also die Schule haben wir abgehakt. Dann können wir jetzt links und dann wieder rechts. Ich wechsle gleich mal die Straßenseite.
ist echt zu weit jetzt. Oder bin ich schon wieder vorbeigelaufen? Es ist so ruhig hier. Irgendwie kein Monster und nix. Okay, hier kommen wir natürlich nicht weiter. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich will aber mal gucken. Dreh dich doch mal bitte um, Harry. Ich will bloß mal gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Nee. Okay, wo können wir jetzt lang? Wir müssen irgendwie unten lang, weil Balkan Church, wenn wir oben lang gehen, da wo die zwei Pfeile mit dem Punkt in der Mitte sind, können wir dann über die Matheson Street, aber kommen dann nicht mehr runter. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Ich bin gerade irgendwie sehr glücklich, dass es hier keine Gegner gibt. Weil ich glaube, wir hatten in der Schule gerade so ein paar genug Gegner. Ich glaube aber auch nicht, dass wir jetzt hier bei der Straße einfach gerade durchlaufen können. Das glaube ich nicht. Ist hier vielleicht irgendwo gleich das Haus mit dem Dings? Mit der Hundehütte? Nein. Schade, sonst hätte ich nämlich gleich noch gespeichert, aber es ist hier nicht. Sind wir jetzt richtig? Ja, dann können wir jetzt hier runtergehen. Hier wird aber garantiert auch alles dicht sein. So, warte mal, geht's hoch? Ja, ich gehe mal hier reingucken. Nee, hier ist nichts. Schade, hier ist aber noch eine Tür. Da kommen wir aber nicht rein. Entschuldigung. Oh nee. Auch nichts. Hier ist so viel Blut. Ach, dort ist ein Hund. Vielleicht können wir einfach an dem vorbeirennen. Ach, warte mal. Okay. Okay, die Schrotflinte ist. Es scheint ziemlich klein auszusehen, zumindest in seiner Hand. Wir müssen aber wieder dahin zurück. Hierhin, ne? Ja. Hier können wir nämlich durch. Okay. Wo sind wir jetzt gelandet auf der Karte? Da. Genau. Und da ist bestimmt dort unten nämlich abgesperrt irgendwo. Okay, hier ist nichts. Können wir echt in das Haus hier rein? Ich kann mir das ja noch gar nicht vorstellen. Habe den Schlüssel von Kay Gordon verwendet. Okay. Oh, das sind mehrere Pistolenpatronen mitnehmen. Na klar. Was haben wir denn hier in der Küche? Nochmal Patronen. Ja. Nehmen wir alles mit. Immer einstecken fein. Können wir in den Kühlschrank gucken? Der Kühlschrank ist leer. Okay. Aber wer ist Kay Gordon? Was hat der damit zu tun? Oh Gott, ein Speicherpunkt. Wie toll. Okay. Nee, das werde ich mal nicht. Werde mal den überspeichern. Alles klar. So, haben wir hier noch was? Nee, hier kommen wir gar nicht hin. Hm.
Nein, nicht so weit drehen. Harry Mason. Also wer ist aber Kay Gordon und wieso haben wir seinen Schlüssel in der Schule? War das ein Lehrer oder wieso kommen wir denn hier rein? Kommen wir hier vielleicht rein zur Tür? Schloss klemmt, die Tür kann nicht geöffnet werden. Okay. Können wir in den Schrank gucken? Nee. Aber wir können rausgehen. Und wir haben hoffentlich auf der Karte einen neuen Speicherpunkt verzeichnet. Nee, haben wir nicht, aber wir haben den Pfeil da unten. Okay. Oh, wo muss ich denn jetzt lang? Wir sind da jetzt raus. Ich muss runter und links eigentlich. Also runter. Bis zur nächsten Kreuzung. Und hier lang. Nein, ich halte mich damit jetzt nicht auf. Sind wir richtig? Wir sind richtig. Oh, stopp. Verdammt, dieses Vieh ist immer noch hinter uns her. Das Tonikum nehmen wir mit und schnell weg. So, ich glaube nicht, dass wir bis zur Balkan-Church da durchkommen. Ich denke eher, wir müssen da links den Weg gehen. Genau, das habe ich mir gedacht, dass hier nichts ist. Aber dann haben wir wenigstens das alles gleich auf der Karte eingezeichnet. So, und da kann der Harry nämlich wieder hier rüber rennen. Und dann können wir hier nämlich die nächste Gasse reingehen. Nein, du lässt mich in Ruhe. Ja, komm, lauf. Lauf, Harry. Lauf. Ah, oh, hier ist noch so ein Vieh. So, mussten wir jetzt hier lang? Ja, hier runter und dann geradezu einfach nur. Ich gehe mal auf den Fußweg. Es könnte ja ein Auto kommen, was mich überfahren will. Das wollen wir natürlich nicht riskieren. So, hier nicht rein. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Gucken wir, ob wir vielleicht bis zur Balkan-Church direkt durchlaufen können jetzt. Warte mal, ist das die Balkan-Church? Das sah aus wie die Balkan-Church. Ja, wir sind da. Okay. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late.
Wait, don't go yet. Okay, das Krankenhaus wird unser nächstes Ziel sein. Ich mag das Krankenhaus nicht. Ich mag aber auch gar nichts in Silent Hill. Das ist ein Flauros mitnehmen, ja. Das ist ein Zugbrückenschlüssel mitnehmen, ja. Haben wir noch was? Was ist das da? Nix. Okay. Ja. Hier haben wir auf alle Fälle noch Tonikum. Das nehmen wir auch noch mit. Wie sieht es denn um unsere Gesundheit aus? Ja, das ist okay noch. Da nehme ich jetzt noch keinen Trank dafür. Ach, warte mal, hier liegt noch ein Buch. Die Bibel. Okay, was auch sonst in einer Kirche? Das ist ein Kerzenständer. Nichts Besonderes. Blöd, nur dass da gar keine Kerzen drauf zu sein scheinen. Ach, guck mal, noch ein Speicherpunkt. Dann überspeichern wir jetzt das andere Infirmary. Genau. Schön, dass das so gut klappt mit dem Speichern. Es sind auch nicht zu wenig Speicherpunkte. In der Schule war es ein bisschen lästig, weil man musste doch ein bisschen hin und her rennen. Aber kommen wir hier eigentlich durch? Sie lässt sich nicht öffnen. Sie muss von der anderen Seite aus abgeschlossen sein. Ja, weil man auch nur eine Tür, ne, nur von einer Seite abschließen kann. Ne? Ist ja bei mir zu Hause zum Beispiel auch so in der neuen Wohnung. Ich kann immer nur von außen zuschließen, komme dann aber von der anderen Seite, wenn mich jetzt jemand von außen einschließen würde, nicht mehr raus. Also ich sitze dann in meiner Wohnung fest, weil dann natürlich der Schlüssel von innen nicht mehr passt. Der verändert sich dann ganz sporadisch. Geh doch mal zur Tür durch. Das Schloss klemmt, die Tür kann nicht geöffnet werden. Was? Kommen wir hier gar nicht mehr raus jetzt? Ach nee, das war nicht die Tür. Okay, dann nehmen wir eben die. Zum Hospital. Wo müssen wir da denn jetzt hin? Das war, wo ist denn das Krankenhaus? Old Silent Hill Church. Wo ist denn aber das Krankenhaus? Muss ich vielleicht ein Stück laufen? Normalerweise zeichnet mir das doch auf der Karte ein, oder? Ich laufe jetzt erstmal hier schnell weiter, um zu gucken, was hier noch ist. Davon lassen wir uns gar nicht beirren. Ich will einfach nur mal gucken, was noch hier unten ist. Was denn hier? Oh! Schrotflintenmunition und ein Erste-Hilfe-Päckchen. Gut, dass wir hier hingegangen sind. Sehr schön. Das war doch mal gelungen. So, können wir hier runter? Ach, das ist der Schlüssel zur Brücke. Wir sind bei der Brücke. Da mussten wir hin, da habe ich ja, wie machte ich die Taschenlampe nochmal an? Es ist zu dunkel hier, um die Karte zu lesen. Ja, ich will aber auch das Licht anmachen. Ah, hier. Nee, stopp, warte mal. Ja, jetzt. Okay, Karte brauche ich jetzt hier aber nicht. Was? Was war das? Das ist ein was? Das ist ein Bohrhammer. Es gibt kein Benzin. Ich kann das Gerät nicht verwenden. Muss ich jetzt Benzin finden oder was? Okay, Bohrhammer brauchen wir aber eigentlich nicht. Wozu auch? Können wir hier durch? Nein. Aber wir können doch bestimmt hier hoch. Geh mal nicht so weit, Harry. Noch ein Speicherpunkt. Aber jetzt überwerfen sie uns ja damit, ne?
Na gut, dann speichern wir nochmal. Machen wir bei Gordon. So. Das ist eine Karte des Einkaufsviertels. Mitnehmen? Ja, natürlich. Okay, das öffnet es wahrscheinlich erst, wenn wir drüben sind. Oh, da liegt noch ein Tonikrom. Ach, schön. Komm, heb's auf. Ja, nehmen wir mit. Das ist ein Schlüsselloch in der Bedientafel. Ja, na dann mach doch mal hier dein. Guck mal, den da. Die Maschine läuft. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja. Das war's jetzt. Können wir jetzt sozusagen über die Brücke oder wie? Ah, okay, die Brücke ist unten, alles klar. Aber warte mal, können wir noch mal zurück? Ich hätte gerne auf der anderen Straßenseite noch mal geguckt, ob da noch irgendwas ist, ein Medikit oder Munition oder irgendwas in der Richtung. Nichts, okay. Nee, hier ist aber auch gar nichts, okay. Hätte ja sein können, man weiß ja nicht.